Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Heute möchte ich dich einladen zu einem Thema, was sehr angstbesetzt ist, gesellschaftlich sehr angstbesetzt ist und oftmals gar nicht offen kommuniziert wird. Das ist der Umgang mit der Diagnose Krebs. Im Yin-Chin-Jutsu ist es so, dass wir sehr, sehr viele Menschen, die onkologische Erkrankungen haben, erreichen, weil oftmals das zusammengeht mit einer schulmedizinischen Begleitung. Patienten, die in der Chemotherapie sind, die in der Bestrahlung sind, mit Yin-Chin-Jutsu unglaublich kraftvolle Unterstützung erfahren auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen haben wir sehr viel Erfahrung mit onkologischen Patienten und die Begleitung auf der psychischen Ebene und auf der körperlichen Ebene, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das ist ein riesiges Feld. Und ich freue mich riesig, heute eine Kollegin als Expertin im Podcast interviewt zu haben, Bettina Fischer, die aus ihrer Erfahrung berichtet, mit einem Schwerpunkt onkologische Patienten zu begleiten. Ich freue mich, sie euch vorzustellen. Ja, ihr Lieben, wie angekündigt, habe ich heute die große Freude, eine Yin-Chin-Jutsu-Spezialistin, eine Expertin einzuladen, mit mir zu sprechen hier in der Ausgabe von My Hands in dem Podcast zu dem Thema, was ich schon kurz mit euch erläutert habe. Auch mit sehr schwer kranken Patienten haben wir zu tun und es ist uns eine große Freude, auch diese begleiten zu können. Und dazu freue ich mich sehr, eine zweite Bettina zu begrüßen. Hallo, liebe Bettina Fischer, hallo. Hallo, liebe Bettina. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, einige von euch kennen das schon, wie ich meine Gespräche aufbaue. Als erstes interessiert es natürlich die Zuhörer immer so sehr, wie unterschiedlich das ist, wie man zum Yin-Chin-Jutsu überhaupt kommt. Manche durch Zufall, manche durch Erkrankung, manche haben schon mal angefangen, wieder aufgehört. Und deswegen, Bettina, erzähl doch mal, wie lange kennst du Yin-Chin-Jutsu? Wie ist es bei dir gewesen? Ja, ich habe Yin-Chin-Jutsu vor 18 Jahren kennengelernt, über eine Empfehlung einer Freundin, die hatte einen Motorradunfall mit ihrem Mann, der war jetzt nicht super dramatisch, Gott sei Dank, aber eine Schulter war kaputt oder beziehungsweise verletzt und das Knie meiner Freundin war ganz geschwollen und sie hatte von einer Nachbarin den Tipp bekommen, zu einem Yin-Chin-Jutsu-Praktiker zu gehen. Das hat sie getan und berichtete von wirklich erstaunlichen Heilungsprozessen, die viel schneller vonstatten gingen, als zu erwarten gewesen wäre. Das Knie schwoll ganz toll ab und sie sagte, Mensch, da geh mal hin. Ich habe gehört, man kann das für ganz viele Sachen oder bei ganz vielen Sachen anwenden. Und das habe ich dann getan. Ich hatte verschiedene gesundheitliche Projekte, Migräne und ich weiß noch damals auch Menstruationskrämpfe, so ganz toll. Also habe ich das ausprobiert. Und auch meine Familie hat sich dann behandeln lassen und ich war total fasziniert damals von dieser komplexen Wirkweise und von dieser Einfachheit andererseits, aber auch mit den Händen Punkte anzufassen. Erst war ich ganz skeptisch und dachte, was soll das wohl bringen? Aber ich probiere es aus, wenn der Leidensdruck groß ist. Ja, und so bin ich irgendwie dann immer mehr in Kontakt gekommen und habe beschlossen, das muss ich lernen. Ich habe angefangen mit Selbsthilfekursen und das hat mich einfach so fasziniert. Medizinisch war ich eh interessiert, immer schon und habe dann angefangen mit der Ausbildung und habe bei euch ja dann eben auch mit großer Freude das Intensivjahr absolviert. Mhm. Ja,
Und du sagst medizinisch interessiert, das war aber nicht dein Beruf vorher. Also du hast jetzt nicht als Ärztin oder so gearbeitet, sondern warst einfach persönlich interessiert schon lange an Medizin und hattest irgendwie so eine Nähe dazu. So kann ich mir sagen. Ja, ich bin von Haus aus Journalistin. Ich habe auch journalistisch oder in einer Redaktion schon seit 23 Jahren mache ich das mit Medizin und Gesundheitsthemen zu tun und habe mich da also immer schon sehr intensiv auch immer wieder in die Materie einarbeiten müssen, ja. Und war es dann irgendwann, wir sehen dich ja in deiner Praxis sitzen mit dem schönen Jenschen Jitsu-Männchen im Hintergrund, was viele jetzt auch, wenn sie den Podcast sehen, sich irgendwie runterladen können. Das heißt, du hast eine Praxis. Wie ist das denn passiert von so einem Interesse mit der Familie und dann irgendwie, ich mache das beruflich? Was ist da, was war der entscheidende, was hat den Ausschlag gegeben? War das plötzlich? Wie ist es passiert? Nee, das hat sich allmählich wirklich entwickelt. Ich habe natürlich angefangen mit der Familie. Also ich habe Familienmitglieder geströmt, dann kamen Freunde dazu und dann wurde das immer mehr und hat sich rumgesprochen und irgendwann war dann einfach klar, der Schritt, ein Schild muss an die Tür und ich muss das offiziell jetzt als Praxis betreiben, ja. Und das mache ich mit ganz großer Freude und Begeisterung. Deine Praxis ist ja auch in Hamburg, unser Zentrum war ja auch in Hamburg, also wir kennen uns auch schon auf der Ebene der Zusammenarbeit und so ist es ja bei mir auch gewesen, es wächst auf einmal, ohne dass man was dazu tun muss und dann ist irgendwie der Moment gekommen, wo man weiß, wie du es so süß nennst, ich mache jetzt das Schild an die Tür, jetzt ist der Moment gekommen. Und ich habe dich ja heute als Expertin eingeladen, um ein bisschen auch über schwerere Erkrankungen zu sprechen. Auch das ist ja, wir teilen nicht nur den Namen, sondern wir teilen auch die Geschichte. Es war bei mir ja auch so, das hatte ich auch schon erzählt, dass zu mir eigentlich von Anfang an niemand kam mit Schnupfen oder Hautproblemen, sondern es waren gleich onkologische Patienten mit schweren Diagnosen. Und da wir beide ja auch im Austausch sind, weiß ich das auch von dir. Magst du uns mal mitnehmen, wie fühlt sich das an, wenn man anfängt und dann kommen Menschen mit so schweren Erkrankungen? Warst du ängstlich? Hast du die Ärmel hochgekrempelt? Und wie bist du damit umgegangen? Weil ich weiß, dass eben viele auch Angst davor haben, wenn Patienten kommen mit so schweren Erkrankungen. Erzähl doch mal. Ja, das ist natürlich eine ganz berührende Situation. Das ist sehr einfach emotional sehr herausfordernd, würde ich sagen, Menschen zu begleiten. Und andererseits hat es mich, also klar, wir haben uns ein Wissen angeeignet. Wir wissen um Behandlungsmöglichkeiten, Ströme und so weiter, auch im onkologischen Bereich, zur Entgiftung während der Chemotherapie, während der Bestrahlung und die psychische Begleitung auch dabei, die mentale Unterstützung. Es ist berührend und zugleich glücksbringend, wenn man merkt, wie wirksam und wie gut und wohltuend es für die einzelnen Patienten tatsächlich sein kann, auch in größten Krisen, in schlimmsten Krisen, dann eine Erleichterung zu bringen, auch gerade weil onkologische Erkrankungen häufig ja mit wahnsinnigen Ängsten, mit Verzweiflung, mit Trauer, mit ganz viel Belastung in der Psyche und in der Seele zu tun hat. Und dann ist es einfach unheimlich schön zu sehen, dass die Patienten auch in die Selbstwirksamkeit gehen. Sie sind beruhigt, weil sie merken, sie können auch sich selber strömen in der Selbsthilfe und es ist jemand da, der begleitet und auch nochmal außerhalb der Familie und oder aus dem originären Freundeskreis. Das ist einfach wunderbar, ja. Ja, und hattest du jemals das Gefühl, die Diagnose ist irgendwie zu stark oder hattest du jemals das Gefühl, dass das überfordert dich oder ist es da ähnlich, geht es dir da ähnlich wie mir, dass es dann gar keine Rolle mehr spielt, sondern man ist mit dem Menschen
und gibt all sein Wissen und seine Liebe dahin und ist dankbar, wenn es genommen wird. Ist das auch? Ja, genau. Also die Diagnose, das ist ja das, was am Anfang, was man vielleicht vermutet, aber das ist gleich weggedrängt. Es ist Hilfe notwendig und da springe ich dann an und dann wirkt das Jenshin Jutsu einfach durch einen selbst und das ist der Prozess und alles andere rückt in den Hintergrund und der Fokus ist nur beim Patienten und seiner Situation und das funktioniert ja wunderbar. Mhm. Und wie ist es, wenn jemand in solcher starken Krise ist? Wie weit ist dein Angebot? Also vielleicht magst du das auch mal erzählen. Das ist ja so für so einen normalen Menschen unvorstellbar, was man so mit einer Jenshin-Jutsu-Praxis alles macht, wo man hingeht, also ins Krankenhaus, aber auch viel nach Hause, wenn die Menschen zu schwach sind. Vielleicht magst du mal an einem kleinen Fallbeispiel uns mitnehmen und erklären, wie du damit umgehst und was die Menschen auch für ein Glück haben, wenn sie sich von dir begleiten lassen. Wie ist das? Ja, die Begleitung, also das sieht wirklich ganz unterschiedlich aus. Ich habe Patienten, die in die Praxis kommen, Krebspatienten, und begleitend zur Chemotherapie, Bestrahlung sich hier behandeln lassen, wenn sie das können. Wer das nicht kann aus gesundheitlichen Gründen, der wird auch zu Hause behandelt. Da mache ich Hausbesuche, ich komme ins Krankenhaus und ich komme auch ins Hospiz. Das ist halt etwas, was manchmal dann eben auch angefordert wird und notwendig ist. Und genau, das mache ich alles. Es gibt es gibt Behandlungen, wo das Körperliche ganz im Vordergrund steht. Ich erinnere einen Patienten zum Beispiel, der eine Krebserkrankung, eine Prostataerkrankung hatte. Da wurde der Lymphknoten oder die Lymphknoten im Beckenraum wurden vorsorglich entfernt und daraus resultierten dolle Komplikationen. Der Patient lief, also praktisch die Lymphflüssigkeit lief in den Beckenraum immer weiter, weil sich die Gefäße nicht geschlossen haben nach der Entfernung des Knotens. Und es hat 3 Behandlungen, 3 Tage hintereinander nur bedurft und das war gestoppt. Die Schulmediziner hatten mit einem wochenlangen Prozess, bis sich die Gefäße schließen, gerechnet. Das war wunderbar. Er war sehr belastet, weil er einen Drainageschlauch im Bauch hatte und das war alles gar nicht mehr nötig. Der konnte gezogen werden. Da war ich auch perplex. Und andere Fälle, da geht es eben auch um wirklich ganz intensiv um die psychische Verfassung, um eine positive, stärkende, gedankliche Einstellung auch zu bekommen, weil wir wissen ja auch, wie wichtig das auch im onkologischen Bereich ist und auch Heilung beeinflussen kann, wie das sogenannte Mindsetting, was neudeutsch jetzt so gesagt wird, wie das aussieht, ja. Wie bindest du die Familien mit ein, Bettina? Wie siehst du das? Was ist das? Wie weit? Es gibt auch eine Folge von mir, was passiert, wenn Jenshin Jutsu in die Familien kommt? Jetzt, wenn man jetzt als gesund, vermeintlich gesunder Mensch das lernt und das verändert die Familie ganz stark. Aber wenn es sozusagen über eine angstauslösende Diagnose kommt, wie bindest du die Familien mit ein? Erzähl doch mal. Also ich biete Familienmitgliedern grundsätzlich natürlich auch Unterstützung an. Ich leite sie für die Selbstbehandlung an, weil die Angst, die Verzweiflung, das ist ein Familienthema in der Regel. Das betrifft natürlich nicht nur den Patienten, den betroffenen Menschen. Und ich gebe immer aber auch Ströme in die Familie, die dann ermöglichen, dass sie ihren Angehörigen, ihren erkrankten Angehörigen wirklich intensiv auch täglich behandeln können, wenn das möglich ist. Und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Und auch da haben wir ja wunderbare Erlebnisse schon gehabt, wie kräftigend und gut das wirkt. Ja, ja, ich denke, meine Erfahrungen sind auch, das ist kräftigen, das sind sozusagen die Familie noch von dir angeleitet, wie noch praktisch wie kleine, liebevolle Therapeuten sind, die auch noch übernehmen können, das auch lernen können, was mache ich, wenn Tumorschmerzen kommen oder wenn so weiter. Und was aus meiner Erfahrung, und das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, ist es eben auch, dass man sich ja oftmals in einer
schweren Erkrankung eher körperlich voneinander entfernt, die Partner zum Beispiel. Und dass mit Jin Shin Jitsu dieses Berühren auch wieder dazu kommt, also dass man wieder sich wirklich berühren kann. Neben der Wirkung vom Jin Shin Jitsu noch, ist es auch etwas, dass die Familien wieder näher zusammenkommen. Wie erlebst du das? Ja, das ist genau richtig. Also dieser Faktor Berührung, Nähe, sich nicht verlieren, sich nicht zu sehr nur auf die Krankheit konzentrieren, sondern in Berührung kommen. Und das ist das Wertvollste, glaube ich, für einen schwer erkrankten Menschen, diese Berührung zu spüren, aber auch für den Angehörigen und einfach bei sich zu bleiben und ja, in etwas zu spüren, sich selber zu spüren. Absolut, ja. Wie ist es für dich, wenn du mit vielen Menschen zu tun hast, die eben angstauslösende Diagnose haben? Wie reinigst du oder wie klärst du dich? Wie unterstützt du dich? Bist du jemand, der sich auch weiterhin strömen lässt? Ja, das brauche ich unbedingt. Das merke ich an dieser Arbeit. Je mehr Patienten ich angefangen habe zu behandeln, desto intensiver ist mein eigener Bedarf auch da. Natürlich ströme ich mich selber, aber das von einem anderen Praktiker geströmt zu werden oder von einem Therapeuten, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Ausgleichssache. Das ist das eine. Und was ich gerne, und dann würde ich gerne zum Abschluss kommen, wir haben ja im Jin Shin Jitsu gelernt, geben und nehmen. Also, dass das, was, wenn ich merke, dass ich jemanden berühren kann mit Jin Shin Jitsu, dass mich das eben auch weiterbringt und entwickelt. Wie ist das für dich? Kannst du das auch, empfindest du das auch so stark? Ja, also jede Behandlung ist für mich eine Lehrstunde im Grunde. Ja. So. Und das ist ganz klar. Das ist eine Studien- und Lernreise, die wir da angetreten sind, die ja lebenslang irgendwie weitergeht. Ja. Und ja, es ist erstaunlich, dass ich häufig auch Themen an mir selber wieder reflektiere und entdecke, die ich da behandle, auch wenn ich, wenn die originäre Krebserkrankung jetzt ja nicht im Vordergrund steht, aber gerade im mentalen Bereich, also absolut. Und das verändert mich und das verändert auch meinen Blick immer mehr auf die jeweiligen Erkrankungen. Ne? Ich bin ja auch habe Patienten, die doll Burnout und Erschöpfungszustände haben oder Depressionen oder andere körperliche Geschichten. Und ja, es führt immer ein Stück weiter, der Weg. Ja. Ich habe das in der Einführung schon gesagt. Für mich, ich konnte das anfangen, als ich mit Jin Shin Jitsu anfing und so lernbegierig war und irgendwie über jede einzelne Erkrankung so viel wissen wollte und dachte, das würde mir Sicherheit geben. Das ist auch so. Es ist schön, irgendwie viel Jin Shin Jitsu wissen zu haben. Aber letztendlich ist meine Erfahrung in der Anwendung mit dem Patienten, wird das überhaupt erst erfahrbar und erst anwendbar. Ja. Und deswegen sind letztendlich unsere Patienten unsere Lehrmeister. Unsere Lehrmeister, absolut. So ist es, ja. Und es ist einfach, das ist wirklich eine lebensverändernde Situation gewesen, das Jin Shin Jitsu kennenzulernen. Ja. Das muss ich immer wieder sagen, das hat so viel verändert. Für mich. Jetzt ist eine kleine Bildstörung bei dir, aber wir sind auch, jetzt bist du wieder da, wunderbar. Wir sind auch am Ende des Gespräches, liebe Bettina, vielen, vielen Dank für diese offenen Worte und dass du uns ein Stück weit mitgenommen hast in deine Praxis. Macht mich sehr, berührt mich sehr. Für alle, die das als Podcast-Folge sehen, Bettina Fischer in Hamburg findet ihr sofort. Wenn ihr die genaue Adresse mit allen Details haben wollt, dann guckt die Folge auf YouTube an, da ist das alles eingeblendet und jeder findet zueinander, das ist uns bekannt. Aber wenn ihr es genau haben wollt, dann guckt die Folge einfach nochmal auf YouTube. Vielen Dank, liebe Bettina, und einen glücklichen Wiedersehen. Ja, danke, bis dahin. Tschüss. 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 Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.